Wir begannen über diesen Film nachzudenken, als die Pandemie unser Leben in einen dunklen Winter verwandelt hatte. Doch eine Stimme überraschte uns. Die Wissenschaftler des Bulletin of the Atomic Scientists, einer 1945 von Albert Einstein und anderen Physikern gegründeten Organisation, bezeichneten die Pandemie zwar als hochgradig tödlich, aber letztendlich als einen Weckruf. Denn auf die wirklich existenziellen Bedrohungen sei die Menschheit weiterhin nicht vorbereitet. Als das Virus sich zurückzog, hofften wir auf einen verheißungsvollen Frühling. Doch dann überfiel Wladimir Putin die Ukraine und die Angst des Kalten Krieges war zurück. Und das Bulletin erinnerte uns daran, dass die nukleare Apokalypse noch immer möglich ist. Dann kam der Sommer und der Planet erhitzte sich wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Klimawandel war zurück auf den Titelseiten des Bulletins. Im Herbst erstarkten populistische und autokratische Strömungen in Europa, während die Inflation zu Massendemonstrationen auf den Straßen der Hauptstädte führte. Das Bulletin machte sich Sorgen um die Demokratie. Es warnte: Wenn nichts getan wird, wird die Welt danach sein wie die Welt davor, nur schlimmer. Und dennoch ist es nicht zu spät. Die Menschheit hat noch immer eine Wahl. Weil wir an diese Botschaft der Hoffnung glauben wollten, reisten wir nach Chicago, wo die internationale Organisation des Bulletins gegründet wurde. Wir wollten verstehen, warum die Wissenschaftler eine Doomsday-Clock erfunden hatten, eine symbolische Weltuntergangsuhr, die anzeigt, wie nah die Menschheit vor ihrem Untergang steht. Ich lese mal den letzten Absatz meines Buches vor. Jede zukünftige progressive Enklave, die diese Werte, also ich rede hier von so Anarchismus und so in dem Buch, ist ja klar, die diese Werte kulturell speichern kann, wird Teil der Lösung des gesellschaftlichen Problems. Ohne diese Entwicklung wird die menschliche Spezies aus dem Repository der auf der Erde emergierten Entropieminimierungsstrategien gelöscht. Der Evolution in diesem Sonnensystem bleiben noch einige Milliarden Jahre. Die Löschung wäre eine menschliche, aber keine evolutionäre Tragödie, da im Falle des Scheiterns, wie für Evolution üblich, die Erkenntnis zurückbliebe, wie das gesellschaftliche Problem eben nicht gelöst werden kann. Buch zu Ende. Waren diese Leute die neuen Propheten der Apokalypse? Oder waren sie die Menschen mit guten Absichten, als die sie sich selbst bezeichneten? Wie konnten wir überhaupt einer Organisation trauen, deren Gründer am berüchtigten Manhattan-Projekt beteiligt waren, das die verheerendste Waffe aller Zeiten hervorgebracht hatte, die Atombombe? Diese Fragen wollten wir den Wissenschaftlern stellen und wir begannen damit in Chicago, wo die Geschichte des Bulletin of the Atomic Scientists ihren Anfang nahm. Das Manhattan-Projekt war ein Geheimplan zur Entwicklung der ersten Atombombe. Die Bombe wurde im metallurgischen Labor der Universität von Chicago geschaffen, wo man Tag und Nacht daran arbeitete. Man holte die brillantesten Wissenschaftler aus der ganzen Welt, um an der Bombe zu arbeiten. Und zwischen 1942 und 1945 gelang es in ziemlich kurzer Zeit, die erste Atombombe zu entwickeln. Ja, ein echter Triumph, ein echter Siegeszug der Wissenschaft. Das Manhattan-Projekt schuf eine völlig neue Industrie von gigantischem Ausmaß. Es beschäftigte eine enorme Anzahl von Menschen, etwa 1% der gesamten amerikanischen Zivilbevölkerung. Es war ein besonderes Projekt und es wird oft als das ultimative Beispiel gesehen für das Zusammenspiel von Wissenschaft, Militär, Industrie und staatlicher Finanzierung, um in sehr kurzer Zeit eine neue, bahnbrechende Technologie zu entwickeln. Game-changing technology in a very, very short amount of time. 1% der Zivilbevölkerung. Na, also ich meine,
Ich nehme an, ihr habt alle den Oppenheimer-Film gesehen. Ne? Da haben sie es ja auch relativ gut dargestellt, diese Stadt, die sie dann da schnell hingezimmert haben und so. Weil die ganzen Familien und so, die wurden ja da auch alle hingekarrt. Und dann braucht man natürlich Bäcker und dann braucht man eine Disco und so. Da braucht man da eine Stadt halt. Die muss man halt hochziehen. Die Sorge der Wissenschaftler des Manhattan-Projekts war, dass die Nazis zuerst die Atombombe bekommen könnten. Kernspaltung war in deutschen Fachzeitschriften erklärt worden. Also war klar, dass die Deutschen die Möglichkeit hätten, eine Bombe zu entwickeln. So kam es zum Manhattan-Projekt. Viele der Wissenschaftler hatten jüdische Wurzeln und mussten aus Europa fliehen. Und viele hatten den Nationalsozialismus am eigenen Leibe erfahren. Sie hatten Angst davor, dass Hitler möglicherweise über eine bahnbrechende Waffe verfügen könnte. Und sie hatten gute Gründe, Angst zu haben. Die Bombe wurde ursprünglich entwickelt, um Deutschland zu stoppen. Letztendlich gelang es Deutschland nicht, Atomwaffen zu bauen, nicht einmal annähernd. Aber selbst als wir das erfuhren, wurde das Manhattan-Projekt nicht beendet. Wir sagten nicht, wir wollten Hitler besiegen, jetzt haben wir Hitler besiegt, also brauchen wir die Atombombe nicht mehr. Die Mission ist erfüllt. Wir haben nicht damit aufgehört, sondern einfach unseren Schwerpunkt verlagert und die militärische Zielsetzung von Nazi-Deutschland auf Japan verschoben. Eine Gruppe der Wissenschaftler des Manhattan-Projekts von Chicago verfasste einen sehr berühmten Bericht. Sie plädierten dafür, dass die Vereinigten Staaten keine Atombombe auf Japan abwerfen sollten. Es sei viel besser, die Bombe auf einer unbewohnten Insel zu testen und die Vereinten Nationen, die Japaner und die ganze Welt dazu einzuladen. Die schreckliche Zerstörungskraft dieser Waffe zu sehen, könnte reichen, um den Krieg zu beenden. Sollte dies nicht genügen und die Entscheidung für einen Einsatz der Bombe trotzdem getroffen werden, dann dürfe dies nur mit der Zustimmung der Vereinten Nationen und der öffentlichen Meinung geschehen. Während der Potsdam-Konferenz erhält Truman die Nachricht über Trinity, den ersten Atombombentest. Er erfährt, dass wir Atombomben haben, dass sie nicht nur funktionieren, sondern besser und viel erfolgreicher sind, als die Wissenschaftler angenommen hatten. Und das gab Truman eine Trumpfkarte in die Hand, die er vorher nicht hatte und die er jetzt ausspielen musste. Es hatte einen enormen Einfluss auf Truman. Sein Kriegsminister, den wir heute Verteidigungsminister nennen würden, sagte ihm, dass dies die schrecklichste Waffe in der Geschichte der Menschheit sein würde. Dass die Welt dieser Waffe ausgeliefert wäre, die moderne Zivilisation zerstört werden könne und wir noch nicht auf der Stufe des moralischen Fortschritts seien, um damit umgehen zu können. Aber wir verteidigen uns ja auch. Sie wussten also genau, womit sie es zu tun hatten. Diese beiden Männer saßen in einem Raum und beschlossen, die gesamte Menschheit und die moderne Zivilisation aufs Spiel zu setzen. Ohne jemanden zu fragen, ohne jemanden etwas zu sagen. Sie trafen eine Entscheidung, die seither ihre Schatten auf die Menschheit wirft. Die Mädchen im Friedensmuseum erinnerten uns an die Schülerinnen, die am 6. August 1945 in Hiroshima umkamen. Hallo, Glongelbeutel.
Ja, Glommelbeutel, wir gucken die Doomsday Clock von Arthur. Die Welt hat viele Probleme der globalen Sicherheit. Ich bin in Hiroshima aufgewachsen und erfuhr sehr viel über Atomwaffen. Ich denke, sie sind das größte Problem für die Sicherheit der Welt. Ich bin mir da nicht mehr so sicher übrigens, dass das jetzt das größte Problem ist. Also, ich hatte mal eine Abschätzung gelesen von einem Physiker. Ich habe sie nicht selber nachgerechnet. Aber der hat relativ plausibel dargelegt, dass wenn wir alle Atomwaffen, die wir zur Verfügung haben, zünden, wir damit es nicht schaffen, die Menschheit auszurotten oder einen nuklearen Winter oder so zu produzieren. Das würden wir nicht schaffen. Ich denke also, es gibt wahrscheinlich tödlichere Dinge, die wir noch auf Tasche haben. Zum Beispiel irgendwelche komischen Viren. Also irgendwelche Biokampfstoffe. Und ich meine, die Sache mit dem Klimawandel ist ja auch ein Schalter, den wir umgelegt haben. Und ja. Und selbst wenn wir jetzt anfangen, alles zu machen dagegen, ne, ist der Schaden schon angerichtet. Wegen der 10 Jahre Delay, die da schon mindestens mal eingebaut sind. Ne? Also das, was wir jetzt sehen, ist das, was wir vor 10 Jahren in die Atmosphäre reingetan haben. Na, selbst wenn wir jetzt aufhören, wird es erstmal noch mindestens 10, 15, 20 Jahre so weitergehen. Das ist, ja. Ich sag mal so, ohne die Spiegel wird es nichts. Wir sollten uns immer daran erinnern, dass es einen Weltkrieg gab. Aber die Bürde der Verantwortung und der Erinnerung liegt heutzutage allein bei Hiroshima. Jetzt befinden sich die Ukraine und Russland im Krieg. Und der Einsatz von Atomwaffen kann nicht ausgeschlossen werden. Es gibt also ein Land, das den Einsatz von Atomwaffen plant, die die Welt in einem Augenblick zerstören könnten. Das ist nicht nur ein Problem für die Ukraine und Russland, sondern für die ganze Welt. Wenn wir diesen schönen Planeten an unsere Enkel und Nachkommen weitergeben wollen, ist die wichtigste Frage, wie schnell wir die Atomwaffen abschaffen können. Naja, wie gesagt, finde ich ein bisschen einseitig, diese Ausformulierung. Ja, und dass sie jetzt sagen, also dass Russland jetzt irgendwie die Atombombe auf Ukraine abwirft, halte ich eigentlich auch für unwahrscheinlich. Weil das hätten sie ja auch schon längst tun können. Und irgendwie, also ja, keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie, naja. Das Wichtigste ist, dass wir so schnell wie möglich die Atomwaffen loswerden. Das ist ein Problem, das nicht gelöst werden kann, wenn man nur die Interessen des eigenen Landes in den Vordergrund stellt. Als ich gelernt habe, was Japan
anderen Ländern im Zweiten Weltkrieg angetan hat, wurde mir klar, dass Japan das nicht hätte tun dürfen. Impfgegner, ja, genau. So ein Verzweiflungsding, ne? Als Japanerin ist es mir wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, was die anderen nicht tun sollen, sondern auch, was wir von ihnen nicht erdulden wollen. Das ist es, worüber Politiker nachdenken sollten. Sollten sie. Es war ein ganz normaler Morgen, bis zu dem Moment, als die Bombe fiel. Seit diesem Moment sind mehr als 70 Höllenjahre für die Überlebenden der Atombombe vergangen. Die Folge war nicht nur der Tod ganzer Familien. Alle Fotos und alle Dokumente, die eine Familie besaß, waren weg. Danke, Prinki. Schon der sechste Monat. Es ist, als seien die Menschen völlig vergessen worden, als hätten sie nie existiert. Sie sind aus der Weltgeschichte ausgelöscht. Was in Hiroshima geschah, war die totale Vernichtung menschlichen Lebens. Das ist es, was ein Atombombenabwurf bedeutet. Ich war ja da schon mal. Ich stand da schon mal rum. Aber nicht so früh. Dies ist der Hypocenter Park. Etwa 600 Meter hoch explodierte die zweite Atombombe und zerstörte fast die Hälfte der Stadt Nagasaki. Als diese zweite Atombombe über Nagasaki explodierte, war ich 2 Jahre und 2 Monate alt. Mein Haus war ein japanisches Holzhaus, das 2,5 Kilometer von diesem Hypozentrum entfernt lag. Es wurde zertrümmert. Unser Viertel brannte in 15 Minuten aus. Also brachte mich meine Mutter aus dem halb zerstörten Haus zu einem nahegelegenen Tempel. Und dort verbrachten wir, Mutter und Baby, eine Nacht. Das ist unsere Geschichte. In Hiroshima und Nagasaki wurden etwa 500.000 Menschen durch die Bombe getötet. Und auch 77 Jahre später sterben jedes Jahr noch Menschen an von Strahlung verursachten Krankheiten. Deshalb nennen wir diese Atombombe eine inhumane Waffe. Noch immer leiden Menschen unter Strahlungskrankheiten und den Auswirkungen des Bombenabwurfs. Sie halten bis heute an. Für die Menschen ist das nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart. Also, dass wir sozusagen unsere Erbschuld, genauso wie die Japaner, irgendwie nicht so richtig in den Griff kriegen, sehe ich auch. Ne, bei uns wird es eher tatsächlich einfach nur genutzt zu Marketingzwecken, um sich von jemandem, der jetzt dezidiert böse ist, abgrenzen zu können, um dann weiter mit dem gutbürgerlichen Bullshit zu machen, der sowas wie Antisemitismus und Faschismus überhaupt erst produzieren kann. Ne, das ist das, was wir in Deutschland sehen, diesen ganzen Bullshit.
wenn der Söder sagt, Antisemitismus ist ein Problem und der schöne Ruf von Bayern und so, dann weißt du doch Bescheid, das ist doch lächerlich. Diese ganzen komischen rechten Kasper, die kann man alle nicht ernst nehmen. Die sind einfach, die lügen einfach. Die checken nichts. Die checken ihre eigene Scheiße nicht. Ich glaube, dass die das glauben. Aber das liegt daran, dass sie halt wirklich auch einfach dumm sind. Die sind ungebildet. Das ist das Problem. Die sind reich, aber sie sind ungebildet. Und der Reichtum suggeriert ihnen, dass sie irgendwie was können. Und die Gesellschaft spiegelt ihnen zurück, dass sie was können. Und das ist schon das ganze Problem. Past is still present. Wir warfen eine Bombe auf Hiroshima, Japan hat nicht kapituliert. Wir warfen eine Bombe auf Nagasaki, Japan kapitulierte, der Krieg endete. Atomwaffen beendeten den Krieg, also funktionieren Atomwaffen. Und wir brauchen mehr davon, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Das ist das sehr vereinfachte Narrativ, das sich nach dem Krieg entwickelte und sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von Japan aus völlig unterschiedlichen Gründen eingesetzt wurde. Erst seit sich Wissenschaftler in den letzten Jahren wieder mit diesem Thema befassten, konnten wir verstehen, dass Atomwaffen bei der Kapitulation Japans keine Rolle spielten. Der Wendepunkt war die geplante sowjetische Invasion Japans. Die Atombomben wurden eingesetzt, um die Sowjetunion abzuschrecken. Die Amerikaner dachten, sie könnten den Rüstungswettlauf der Nachkriegszeit gewinnen. Dieser Wettbewerb läuft noch immer und ist heute noch Teil des Egos der jeweiligen Länder. Bei einem Eingriff der Sowjetunion hätte die Integrität Japans auf dem Spiel gestanden. Es wäre fraglich gewesen, ob der Kaiser weiter hätte regieren können. In diesem Moment beschließt Japan, jetzt müssen wir ernsthaft über Bedingungen für eine Kapitulation nachdenken. Sonst werden dieses Land und diese Dynastie aufhören zu existieren. Das war es, was die Lage verändert hat. Nicht, dass wir mit zwei Atombomben unzählige Menschen in den Tod geschickt haben. Nach dem Krieg gab es eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die mit dem Einsatz der Bomben nicht einverstanden waren. Sie mochten die Geheimhaltung nicht, sie mochten nicht, wie das Militär versuchte, sie zu kontrollieren, sie wollten nicht zu bloßen Technikern degradiert werden und sie glaubten, zur Atombombenproblematik ein besonderes Wissen zu besitzen und dass man sie zum Schweigen bringen wollte. Sie waren der festen Überzeugung, ihre Kollegen warnen zu müssen, die keine Ahnung von ihrer Arbeit hatten, weil alles streng geheim war und auch die Öffentlichkeit. Denn sie waren fest davon überzeugt, dass die Öffentlichkeit hier ein Mitspracherecht haben sollte. Die Leute sollten zumindest die Risiken verstehen und welche Möglichkeiten es gibt, die neu entdeckte Quelle entweder großer Hoffnung für die Welt oder großer Gefahr kontrollieren zu können. Das ist der Moment, an dem sich die Wissenschaftler, die sich Atomic Scientists nennen, zu organisieren beginnen. Sie überlegen, welche Rolle sie spielen können. Sie organisieren Konferenzen, sprechen mit den Zeitungen und versuchen, ihre Möglichkeiten auszuloten. Ja, korrekt. Öffentlichkeit mit Mitspracherecht? We don't do that here. Und sie sagen, wenn der Krieg endet, was er tut, werden wir nicht mehr kontrolliert. Und dann können wir uns eine Zukunft vorstellen, in der wir eine echte Stimme haben. Vier Monate später, im Dezember 1945, veröffentlichten sie das Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago. Das Bulletin wurde geschaffen, um den Wissenschaftlern ein Forum zu bieten, wo sie die Öffentlichkeit einbeziehen und über die Konsequenzen ihrer Forschung berichten konnten. They thought that the best way to do that would be to
Und die beste Möglichkeit dafür war, die Menschen zu informieren. Dafür brauchte man ein Werkzeug. Am Anfang gaben sie ein Flugblatt heraus, das dann zu einem Newsletter wurde und sich innerhalb weniger Jahre zu einer vollwertigen Zeitschrift weiterentwickelte. Das Bulletin sollte ihre Botschaft so weit wie möglich verbreiten und es wurde unglaublich beliebt. Die Menschen wollten wissen, was das alles bedeutete, wie es funktionierte, welche Risiken und Chancen es gab und wie sie sich vielleicht beteiligen konnten. How could they potentially get involved? They're writing voraciously. Die Wissenschaftler versuchen unermüdlich und auf jede erdenkliche Weise zu vermitteln, dass ein Wettrüsten vermeidbar ist, dass es Wege gibt, unsere Sicherheit anders zu gewährleisten. Sie sprechen sich dafür aus, den Stand unseres technologischen Fortschritts mit den Sowjets zu teilen. Ja, das, so weit kommt's noch. Die Gründer des Bulletins wollen die Wissenschaft für alle zugänglich machen. Andernfalls, so argumentieren sie, würden die Sowjets den Rückstand versuchen aufzuholen, während wir uns bemühen müssten, weiterhin an der Spitze zu bleiben. Das würde sehr, sehr teuer werden und in einen überaus kostspieligen Wettlauf münden, in ein Wettrüsten ohne guten Grund und zu riesigen Waffenarsenalen. Und genau das ist geschehen. Ich hatte mal eine CD und da war die mit drauf. Mit Original, ihr wisst schon, Männerchöre und so. Stuck in my head. Und außerdem, ab und zu mache ich Herrentag so eine Tour mit den Boys auf so einem kleinen Kutter. Und der Captain von dieser Bude, der macht sich immer einen Spaß draus und zieht immer mal so Runden und macht übelst laut mit seiner 6000 Watt Bass Machine die russische Nationalhymne, also die sowjetische Nationalhymne an. Und dann erfrischt sich dieses Wissen auch noch immer. Und wir haben natürlich immer alle schon richtig einen im Tee und finden es richtig witzig. So fing es also an im Dezember 1945. Und bereits 1947 war das Bulletin so bedeutend, dass es zu einer Zeitschrift werden konnte. Wenn man eine Zeitschrift hat, braucht man eine Titelseite. Und wenn man eine Titelseite hat, muss man darauf etwas zeigen. Also wandten sich die Herausgeber an Martil Langsdorff, die damals eine bekannte Künstlerin war. Martil hatte schon einige grafische Elemente für den Newsletter beigesteuert, um ihn visuell interessant zu machen. Sie sagten zu ihr, Martil, wir brauchen ein Titelbild. Wir brauchen etwas visuell Attraktives und Auffälliges für die Titelseite. Gib uns ein Titelbild. Sie spielte mit einer Reihe von Dingen, wie zum Beispiel einem Uransymbol. Während sie bei den Treffen und Diskussionen zuhörte und merkte, wie dringend es war, die Öffentlichkeit von der Bombe zu unterrichten, dachte sie über eine Uhr nach. Eine Uhr mit den Zeigern im letzten Quadranten, die den symbolischen Countdown zum Weltuntergang darstellt. Sie stellte den Uhrzeiger auf 7 Minuten vor Mitternacht, willkürlich, weil das für sie gut aussah. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Uhr noch keine Bedeutung. Es war nur eine Uhr, die bis Mitternacht zählt. Wir waren noch nicht sicher, was sie bedeuten könnte. Sie symbolisierte die Dringlichkeit und die schwindende Zeit. Ja, eure Mütter wären stolz auf euch. Dann führte die Sowjetunion 1949 ihren ersten Atomtest durch. Der Test fand im August statt. Wir erfuhren davon erst im September.
Und in diesem Moment wurde jemandem beim Bulletin klar, dass man vielleicht die Zeiger der Uhr bewegen könnte, um die ansteigende Gefahr der Situation zu verdeutlichen. Genau. Eugene Rabinovich, der Herausgeber des Magazins, verschiebt die Zeiger nach vorne. Er verschiebt sie von 7 auf 3 Minuten vor Mitternacht. Er allein trifft diese Entscheidung und macht so aus einem statischen Bild eine dynamische Darstellung. Während des Kalten Krieges hatten die Gründer des Bulletins ihre Doomsday Clock zu einer Stoppuhr des vermeintlich unaufhaltsamen Weltuntergangs gemacht. Wir mussten an Stanley Kubricks Dr. Seltsam denken, wo ein Ritt auf der Atombombe die Welt in den nuklearen Abgrund stürzt. Warum sollten wir nicht glauben, dass die ungeheure Macht der Atomwaffen uns vor ihrem Einsatz geschützt hatte? Hatte uns die nukleare Abschreckung des Kalten Krieges nicht gerettet? Den Wissenschaftlern des Bulletins war diese Erzählung zu simpel. Sie sahen ihre alten Befürchtungen durch neueste Forschungen bestätigt. Hatten wir bisher einfach nur Glück gehabt? Abschreckung funktioniert heute wirklich ähnlich wie während des Kalten Krieges. Das hört sich nach einer sehr gewalttätigen Methode an, ist aber eigentlich sehr einfach und entspricht der menschlichen Psyche. Ein Land sagt zu einem anderen Land, ja, eure Waffen könnten uns ernsthaften Schaden zufügen. Aber egal, was ihr tut, wir werden stark genug sein, um in eurem Land untragbare Zerstörung anzurichten. Es gibt keine Möglichkeit, dass ihr den Konflikt zwischen Supermächten gewinnen könntet. Also fangt gar nicht erst damit an. Vor allem da, was ist da? Die Logik der Abschreckung beruht auf der Vorstellung, dass eine Bedrohung beim potenziellen Feind Angst auslöst und dass diese Angst ihn vorsichtig macht. Vorsicht also in dem Sinne, dass er nicht angreift. Eine mögliche Deutung dieser Angst ist es, dass sie Emotionen erzeugt. Und diese Emotionen das Handeln bestimmen. Dann gibt es noch die zweckmäßige Variante. Sie ist von der Berechenbarkeit des erwarteten Nutzens abgeleitet. Klugheit bestimmt das Handeln. Ja, da oben, das ist schon eher Danzig oder so, ne? Aber der Punkt da unten, das ist ja irgendwo im Nirgendwo. Da ist ja irgendwie Görlitz oder keine Ahnung. Bautzen. Abschreckung verhindert weder kleine noch mittelgroße Kriege, aber sie wird hoffentlich weiterhin katastrophale Weltkriege verhindern, wie wir sie im 20. Jahrhundert erlebt haben. Atomwaffen sollen uns schützen und absichern. Für mich ist das eine Illusion. Denn die nukleare Abschreckung beruht auf einer von Menschen gemachten Fiktion. Und diese Fiktion kann jederzeit aufgehoben werden. Eben, weil sie eine Fiktion ist. Ja, irgendwo ist auch Wroclaw da. Die bloße Existenz von Atomwaffen bedeutet, dass sie eingesetzt werden können. Diese Gefahr besteht immer. Genau das sehen wir jetzt beim Krieg Russlands gegen die Ukraine. Es besteht kein Zweifel. Atomwaffen sind eine Bedrohung. Die russische Nukleardoktrin unterstützt den Einsatz von Atomwaffen im Fall eines nationalen Notstands. Die Russen haben sich ausdrücklich das Recht vorbehalten, zur Verteidigung Russlands Atomwaffen mit geringer Reichweite auf russischem Boden einzusetzen. Im Fall der Ukraine hat Präsident Putin ausdrücklich betont, dass Teile der Ukraine zu Russland gehören. Miau.
Also, das sieht eigentlich für mich so aus, als wäre das für den Rest der Welt richtig nice, oder? Wenn man jetzt, sagen wir mal, irgend so ein ausgebeuteter Typ irgendwo in den Philippinen ist. Super Feuerball. Danach ist erstmal weniger Ausbeutung angesagt. Ein atomar bewaffneter Staat ist immer eine Bedrohung. Egal, ob das deutlich gesagt wird oder nicht. Ja, Schröck, das mit dem nuklearen Winter, wie gesagt. Ich habe halt, wie gesagt, ich müsste es nochmal raussuchen. Ne? Ich habe mal diesen Artikel gelesen von diesem einen Physikerboy, der dann ausgerechnet hat, dass wir es nicht schaffen würden zu einem nuklearen Winter, wenn wir alle Sprengköpfe nehmen würden, die wir haben und die einfach zünden. Das würden wir nicht schaffen. Und für mich ist es völlig klar, dass Präsident Putin hierbei sehr deutlich ist. Die Verwendung einer Atomwaffe ist für jedes Land ein unverzeihliches Vergehen. Außer für die USA, oder? Sobald man zu einem solchen Mittel greift, legitimiert man möglicherweise dessen Einsatz an anderen Orten der Welt, vielleicht sogar gegen die eigene Nation. Man setzt eine Kettenreaktion in Gang, deren Ende ungewiss ist. Wenn du eine Atomwaffe einsetzt, wird dies geschehen. Und wenn du eskalierst, wird das geschehen. Letzten Endes werden wir deine Zivilisation zerstören. Es spielt keine Rolle, was du uns antun kannst. Wir werden deine Zivilisation zerstören. Das ist der Kernpunkt der Abschreckung. Also bleib einfach ruhig. Echtes Standoff. Freiheitsbomben. Ja, das stimmt, die sind natürlich okay. Einige Experten halten Abschreckung zwar für ein nützliches Prinzip, sagen aber trotzdem, dass Abschreckung manchmal scheitern kann. Wenn es einen Atomkrieg gibt, würde man als ehrlicher Realist zugeben müssen, okay, ich hatte viele Jahre lang recht, aber die Abschreckung ist im Jahr 2025 oder 2023 leider doch gescheitert. Das heißt aber nicht, dass meine Theorie falsch war, denn sie hat die meiste Zeit funktioniert. Diese Haltung kann aus unserer Sicht bei Atomwaffen nicht genügen. Die Welt war im Atomzeitalter niemals sicher. Und wir wissen nicht, wie sicher sie zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt sein kann. Die meisten Menschen sind sich einig, dass einer der gefährlichsten Momente des Atomzeitalters die Kuba-Krise war, in der Präsident Kennedy das Risiko eines Atomkriegs zwischen 1 zu 3 und 50-50 einschätzte. Und er war sich darüber im Klaren, dass Hunderte von Millionen von Menschen getötet werden könnten. Wenn man ein überzeugter kalter Krieger ist, ist das gar kein Problem. Es gibt einen Brief vom 26. Oktober 1962 von Fidel Castro an Nikita Khrushchev, in dem Castro eine amerikanische Invasion voraussieht und schreibt, das Regime ist tot. Khrushchev bittet zu eskalieren und den Atomkrieg zu beginnen, damit das Regime nicht umsonst gestorben ist. Ein klares Signal für eine nukleare Eskalation. Es gab damals viele Dinge, die keine. Ob ich mal was zum Thema Kuba gemacht habe? Nee. Tatsächlich. Würde mir gar nicht einfallen. Nicht, dass ich es mal sogar. Ich vielleicht mal irgendwann so als Beispiel für irgendwas genannt, aber. Nee. Kuba selbst eigentlich nicht. Vielleicht in meiner Videoreihe, die ich jetzt plane, wo ich viele CIA-Operationen aufzeichne.
Vielleicht mache ich das da auch. Die Schweinebucht war ja so ein klassischer Fall, so ein richtiger Epic-Fail. Ein US-Politiker wusste, die Einschätzung, wie hoch das Risiko ist und wie sicher wir sind, wenn wir erst dies tun und dann das tun, beruhte auf einer unglaublichen Unkenntnis der tatsächlichen Lage vor Ort. Es dauerte 40 Jahre, bis wir herausfanden, dass damals vor der Küste Kubas 4 sowjetische U-Boote mit Atomsprengköpfen von jeweils 15 Kilotonnen unterwegs waren. 15 Kilotonnen entsprechen in etwa der Bombe, die am 6. August 1945 Hiroshima zerstörte. Eines dieser U-Boote wurde von einer Wasserbombe getroffen. Und als der Kapitän erkannte, dass sein U-Boot der unterseeischen Bombardierung durch US-Schiffe ausgesetzt war, gab er die Anweisung, einen atomaren Torpedo abzuschießen. Denn er wollte nicht, dass sein U-Boot versenkt wird, ohne vorher ein amerikanisches Schiff zu zerstören. Eines der Mitglieder der Kommandokette, Wassili Akipov, sagte nein und weigerte sich, den Torpedo abzuschießen. Niemand hatte ihm das befohlen, weder die sowjetische Führung noch Präsident Kennedy. Niemand. Ein einziger Kapitän eines U-Bootes, der mit niemandem kommunizierte, hätte den Atomkrieg auslösen können. Und nur durch einen seiner Offiziere konnte er davon überzeugt werden, das atomare Torpedo nicht abzufeuern. Mhm. Es wäre falsch, der Abschreckung etwas zuzuschreiben, was durch reines Glück verursacht wurde. Der Abschuss des Torpedos wurde durch ein unkontrollierbares Ereignis verhindert. Meine Bewertung der Rolle des Glücks wäre unvollständig, ohne zu erwähnen, dass es in den Vereinigten Staaten und Großbritannien mehr als 10 ähnliche Fälle gab. Von den anderen 8 Atomstaaten hingegen wissen wir nichts. Wir haben sehr viel Glück gehabt. Es gab viele solcher brenzligen Situationen. Und man muss ehrlich sagen, dass das System nicht ausfallsicher ist. Zum Beispiel könnte eine Atomrakete versehentlich abgefeuert werden, nachdem ein Frühwarnsatellit Alarm schlägt, der sich später als Fehlalarm herausstellt. Kein Regierungschef eines Atomwaffenstaates würde im Fernsehen eine Rede halten und sagen, wir besitzen Atomwaffen und einen Plan für einen Atomkrieg, der viele 100 Millionen Menschen töten wird. Bitte Applaus. Für unsere Verteidigung sind wir bereit, Millionen von Menschen zu ermorden und ganze Städte niederzubrennen. Niemand würde so etwas sagen. Stattdessen sprechen sie von nuklearer Abschreckung. Als ob es sich dabei um eine passive Sache handelt, die alle bösartigen Gegner abschreckt, im Gegensatz zu dem, was es in Wirklichkeit ist. Eine apokalyptische und jederzeit einsetzbare Drohung. Wenn wir es tun, nennen wir es Abschreckung. Wenn die anderen es tun, nennen wir es eine nukleare Bedrohung oder nukleare Erpressung. Für das Bulletin war es schwierig, mit dem Ende des Kalten Krieges umzugehen. Es wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Es war eine Institution des Kalten Krieges und konzentrierte sich auf Atomwaffen. Daher war es schwer, sich neu auszurichten. Als ich dem Vorstand den Klimawandel als zusätzlichen Faktor für die Doomsday Clock vorschlug, waren einige besorgt, dass sich unsere Botschaft verwässern würde. Wir sollten uns weiter auf Atomwaffen konzentrieren, denn damit hatten wir begonnen und dort lag bekanntermaßen unsere Expertise. Ich konnte dann alle davon überzeugen, dass die Zeit gekommen war, den Klimawandel einzubinden. Ich will mir noch mal diesen Plot angucken. So 38 Minuten, müssen wir uns mal merken. Der war irgendwo hier, ne? Da. Also, es sieht doch auch ganz eindeutig so aus, jetzt mal ohne Scheiß, als wäre die größte Bedrohung, von Atomwaffen kaputt gemacht zu werden, die Tatsache, ob man Atomwaffen hat. Oder wie seht ihr das?
Oder? Oder wie seht ihr das? Ja, also, weiß nicht. Ist jetzt irgendwie, ist schon, also auf der Karte sehen wir den zukünftigen Plan. Wenn jetzt einer aus Versehen auf den Button drückt, dann werden alle Buttons gedrückt. Und so sieht es dann aus. Das sind die Trajektorien, die angedeutet sind, von wo nach wo was fliegt. Und die weißen Punkte sind sozusagen, also, das ist hier ein Clip, ne? Die weißen Punkte sind jetzt Einschlagorte. Und meine erste Reaktion war, okay, wenn man jetzt in den Philippinen lebt, dann hat man da weniger Ausbeutung auf einmal, ne? Aber guck mal, der eine Imperialist bleibt noch übrig, nämlich China. China ist komplett clean. Und das Atomwaffenprogramm des Irans, wissen wir ja alle, ist so eine Art Running Gag. Also erstmal denke ich, weiß nicht. Wenn man jetzt nicht mitmacht, dann ist man auch erstmal nicht dabei, oder? Ja, Babsi wandert nach China aus, klar. Na gut, so, wo waren wir? 38 Minuten. Was zum Teil auch daran lag, dass die jungen Leute bereits Australien ist nicht hatten, safe, weil die verdursten da. Der Klimawandel Australien hat kein Trinkwasser. Wie in den Romanen von John le Carré waren die Anfänge des Bulletins reine Männersache. Nur wenige Frauen schienen die Begeisterung für Atomwaffen zu teilen. Doch zu Beginn des neuen Jahrtausends wählte das Bulletin seine erste Direktorin. Und zur gleichen Zeit setzten sich viele junge Wissenschaftlerinnen verstärkt mit dem Klimawandel auseinander. Die Geschichte einer dieser Forscherinnen begann in der Nähe von München in Hohenpeißenberg, dem ältesten meteorologischen Observatorium der Welt. Der Welt. Hier hatten die Messinstrumente eine rätselhafte Abnahme der Sonneneinstrahlung registriert. Meine Kollegen erhielten Aufzeichnungen, die einen Abwärtstrend zeigten. Sie wussten, dass das seltsam war. So einen deutlichen Abwärtstrend hätte es nicht geben dürfen. Was war also die Ursache? Gab es ein technisches Problem? Waren die Geräte nicht richtig gereinigt oder nicht richtig kalibriert worden? Oder lagen sie im Schatten von Bäumen? Ich habe einen Faktor nach dem anderen ausgeschlossen, immer und immer wieder, und kam zu dem Schluss, dass die seltsamen Werte durch die Hintergrundverschmutzung ausgelöst sein mussten. Das ist eine Schicht von Schwebstoffen, die wie ein Schmutzschleier nicht über den Städten hängt, sondern überall. In Europa, Asien, Amerika, Afrika oder Südamerika. Sie war global. Jahrzehntelang hatten sowohl wir als auch das Bulletin die Tragweite des Klimawandels unterschätzt. Nun wurde uns klar, dass Beate Liepert mit ihrer Entdeckung der globalen Verdunkelung, der weltweiten Abnahme der Sonneneinstrahlung durch Aerosole, den entscheidenden Durchbruch erzielt hatte. Ein Meilenstein für die Klimaforschung. Die globale Verdunkelung war der Schlüssel, mit dem die unbeantworteten Fragen der Klimawissenschaftler und Klimamodellierer beantwortet werden konnten. Auf einmal passte alles zusammen. Gäbe es nur die globale Erderwärmung, hätten wir bereits in den 70er Jahren einen Anstieg der Temperaturen feststellen müssen. Das haben wir aber nicht. Das geschah erst in den 90er Jahren. Es gibt diese Momente der Erkenntnis und des wissenschaftlichen Durchbruchs. Einer davon war, als der Klimaforscher Jim Hansen 1988 vor dem US-Kongress aussagte, dass der Klimawandel bereits in vollem Gange sei.
Das landete auf der Titelseite der New York Times, hätte also der Zeitpunkt sein können, in dem die Leute sich sagen, okay, jetzt müssen wir etwas tun. Und einige Leute haben das auch verstanden. Die Kehrseite war, dass fast unmittelbar nach Hansons Aussage die Maschinerie der Desinformation in Gang gesetzt wurde. Ich weiß, dass James Hansen Morddrohungen erhalten hat. Ich war so verängstigt. Ich hatte wirklich Angst. Für Wissenschaftler ist das nicht einfach. Ich hatte es schwer, meine Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Meine Arbeiten wurden mehrmals abgelehnt. Ich habe es nie in die großen Wissenschaftszeitschriften geschafft, obwohl ich immer wieder einreichte. Ich konnte die Gutachter zwar von den wissenschaftlichen Argumenten überzeugen, aber die politischen Konsequenzen waren zu heikel. Sie verwandeln eine Stärke der Wissenschaft in eine Schwäche. Ich nenne das einen Jiu-Jitsu-Trick. Sie greifen die Wissenschaftler an, indem sie sagen, schaut her, sie sind sich nicht sicher. Und sie geben es sogar zu. Und dann behauptet die Erdölindustrie, also wissen sie gar nichts. Das ist natürlich lächerlich, denn nur weil wir nicht alles wissen, heißt das nicht, dass wir nichts wissen. Tatsächlich wissen wir eine ganze Menge über das Klimasystem. Die Beweise für die Veränderung des Klimas durch den Menschen sind überwältigend. Im Bulletin wurde jahrelang über den Klimawandel diskutiert. Aber bis zum Jahr 2007 spielte er keine klare Rolle für die Doomsday Clock. Bis ich den Vorstand überzeugen konnte, den Klimawandel als ebenso bedrohlich wie die Gefahr durch Atomwaffen anzuerkennen. Danach konnte ich unsere Wissenschafts- und Sicherheitsgremien vergrößern und viele weitere Wissenschaftler hinzuziehen, um den Klimawandel zu besprechen. Schröck, ich weiß nicht, ob das Artensterben auch kommt. Ich glaube fast nicht. Definieren und zu unseren wissenschaftlich-technologischen Ursprüngen. Ja, guck mal, wir sind jetzt bei der Hälfte, ne? Jetzt kommt so Klima. Weiß nicht. Zurückfinden. Weiß nicht, Digga. Damit einher ging eine verstärkte Aufmerksamkeit auf Menschenrechte, Migration und ähnliche Themen. Der Klimawandel rückte in den Vordergrund und wurde ausschlaggebend dafür, ob die Zeiger der Uhr verstellt werden oder nicht. Das Artensterben, der Vergleich. Naja, Arulk, also das Artensterben wird im Prinzip hauptsächlich dadurch verursacht, dass wir Pestizide auf alles draufkippen. Also das ist eigentlich da sozusagen der Shit. Es wird natürlich nicht besser dadurch, dass wir jetzt sozusagen überall noch Klimawandel machen. Aber die der Boden, ne, und das Sterben von den ganzen Insektenviechers und so, was ja der Anfang in dieser Kette ist, sind die Pestizide. Und da ist ja im Prinzip völlig klar, wer sozusagen die größten Dünger in Anführungsstrichen Produzenten sind. Ja. Zwischen Klimakrise und dem nuklearen Armageddon hinkt in vielerlei Hinsicht. Ein Grund dafür, dass die Atomic Scientists sich 1945 so schnell etablieren konnten, lag darin, dass sie das Wettrüsten und die Entwicklung der Wasserstoffbombe als Gefahr für die Auslöschung des Lebens auf der Erde erkannten, als potenzielle Katastrophe, die sehr schnell und ohne Vorwarnung eintreten könnte. Viele Science-Fiction-Filme aus den 50er Jahren behandeln genau dieses Thema, dass wir 18 Minuten Zeit haben, um eine Entscheidung zu treffen oder so ähnlich. Aber der Klimawandel ist eine andere Art von Krise. Es ist eine Art Zugunglück in Zeitlupe. Babsi, ja, wenn die Wertschöpfungsketten jetzt mit einmal weg wären, BlackRock, Wall Street und so, klar, dann wären noch China und Indien sicher. Aber wir hätten auch das ganze Aristokratengeschlecht von vor 500 Jahren nicht mehr da, ne? Weil die ja alle in Europa ansässig sind. Das heißt, es wäre wirklich nur noch China und Indien. Ja, das sehe ich auch so. Und China und Indien, auf dieser Karte zumindest, sind ja nicht betroffen.
Wir müssten alles nochmal neu hochziehen. Und die Frage ist, ob sie es besser machen würden. In Anführungsstrichen besser. Also lokale Ausbeutung findet überall statt in einem kapitalistischen System, ne? Und die Frage ist, wie sich dann der globale Imperialismus neu sortiert. Schwierig, aber ich denke, es würde sich wahrscheinlich wieder so ähnlich ergeben. Anders, ja. Sicher, anders, ja, sicher. Ein langsamer, schleichenderer Tod. Man kann ihn nicht an einer Sache festmachen. Es gab keinen präzisen Moment, in dem sich das Klima änderte. Es ist langsam entstanden. Diese Krise hat sich jahrzehntelang aufgebaut. Wir hätten all diesen Wissenschaftlern gerne geglaubt, doch ein Zweifel blieb. Sie hatten vor einem Atomkrieg gewarnt, der dann doch nicht stattfand. Warum also sollten wir ihnen glauben, dass der Klimawandel unumkehrbare Auswirkungen auf unser Leben haben würde? War das Bulletin einfach zu pessimistisch? Wie konnten ein paar Grad mehr so tragisch sein, wie sie immer wieder betonten? Und wie könnte die sogenannte Attributionswissenschaft das beweisen? Diese neue Disziplin, von der das Bulletin jetzt sprach. Die Attributionswissenschaft oder Zuordnungsforschung schließt die Lücke zwischen der Meteorologie und der täglichen Beobachtung des Wetters einerseits und der Klimawissenschaft andererseits, die langfristige Prognosen zur Entwicklung des Klimas erstellt. In der Zuordnungsforschung bringen wir diese beiden Aspekte zusammen und erklären die Ursachen dafür. Letztes Jahr gab es hier in London zum ersten Mal eine Hitzewelle mit über 40 Grad, die zu über 2000 Todesfällen mehr als üblich führte, aber auch Auswirkungen auf die Infrastruktur, die Landwirtschaft und andere Dinge hatte. Durch die Zuordnungsforschung wissen wir, dass es die Hitzewelle auch ohne den Klimawandel gegeben hätte. Sie wäre aber 4 Grad kühler gewesen. Unsere Forschung ermöglicht jedem von uns zu erkennen, was sein eigenes Leben mit dem Klimawandel zu tun hat. Wir stellen einen Zusammenhang her zwischen den oft sehr abstrakten Diskussionen über den Klimawandel, in denen es meistens um globale Durchschnittstemperaturen geht, und unserem täglichen Leben. Das kann uns motivieren. Also wenn ich Zeit hätte, dann würde ich es mir drauf schaffen, wie das geht, weil das ist Friederike Otto oder Otte, ja. Ich habe die auch schon mal irgendwo gesehen. Gegen anzukämpfen. Denn es zeigt, dass die Veränderungen nicht irgendwo und irgendwann in der Zukunft geschehen, sondern im Hier und Jetzt. Und dass sie mich selbst, meine Kinder, meine Großeltern und einfach jeden betreffen und jedem schaden können. Wenn Sie wissen, dass Ihre Großmutter aufgrund des Klimawandels gestorben ist, sind Sie viel stärker motiviert, etwas dagegen zu tun, als von den abstrakten Zielen des Pariser Übereinkommens, die Emissionen zu reduzieren und den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad zu begrenzen. Wir waren hin und her gerissen von den Erkenntnissen der Wissenschaftler. Aber es fiel uns schwer, entscheiden zu können, ob wir ihrer Stimme folgen oder an ihnen zweifeln sollten. War unsere Verunsicherung letztlich nur eine Art Feigheit vor einer unbequemen Wahrheit, die wir lieber verdrängen wollten? Wir zögern unsere Steuern hinaus, unsere Arztbesuche, unsere Rückgabefristen. Das liegt in der Natur des Menschen. Was mich aber beunruhigt, ist, wenn dieser menschliche Charakterzug missbraucht wird.
Die fossile Brennstoffindustrie nutzt und fördert sogar die menschliche Neigung, Dinge auf morgen zu verschieben, indem sie sagt, es macht keinen Sinn, heute schon zu handeln, weil wir nicht sicher sind. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens. Vielleicht sind die Temperaturschwankungen ganz normal. Sie tischen den Leuten Falschinformationen und Halbwahrheiten auf und suggerieren, dass es vernünftiger ist, abzuwarten. Hiobs Botschaften wie den Klimawandel hören die Leute nicht gerne. Wenn dann jemand kommt und uns sagt, macht euch keine Sorgen, wir melden uns später, dann sagen sich viele Leute, großartig, dann kann ich ja einfach weitermachen wie bisher. Diese Geschichte schien sich unaufhörlich zu wiederholen. Das Bulletin war zu einer grotesken Echokammer der Vergangenheit geworden, aus der die Menschheit keine Lehren ziehen wollte. Seit dem frühen 20. Jahrhundert stellt die amerikanische Wirtschaft jede staatliche Regulierung als Bedrohung der persönlichen Freiheit dar, selbst wenn sie angemessen ist. Sie sagten, wir wissen, dass Kinderarbeit schlecht ist, aber warum soll die Regierung darüber entscheiden? Lass die Unternehmen entscheiden und lass die Väter entscheiden, was das Beste für ihre Kinder ist. Dass es nicht in der Verantwortung der Regierung liegt, zu entscheiden, ob Kinder in einer Fabrik oder einem Bergwerk arbeiten dürfen. Ein halbes Jahrhundert später leugnet die Tabakindustrie zunächst einmal, dass Rauchen schädlich ist. Doch irgendwann können sie das nicht mehr aufrechterhalten und verlagern die Aussage, indem sie sagen, okay, mag sein, dass Rauchen schlecht ist für die Gesundheit, aber wollen sie wirklich, dass ihnen die Regierung vorschreiben kann, ob sie rauchen dürfen? Sollten erwachsene Menschen in einem freien Land das nicht selbst entscheiden? Das ist ein starkes Argument. Selbst wenn Sie Nichtraucher sind und keine Tabakaktien besitzen, könnten Sie denken, da ist was dran. Also bin ich gegen den Eingriff der Regierung. Und heute tut die fossile Brennstoffindustrie wieder das Gleiche, wenn sie sagt, die Regierung sollte sich nicht in den freien Markt einmischen. Wir brauchen fossile Brennstoffe, denn wir brauchen Energie. Sie verschieben die Diskussion über fossile Brennstoffe auf den Energiebedarf. Ein klassisches Beispiel für Halbwahrheiten, die Sie verbreiten. Sie haben ja recht, wir brauchen Energie, aber wir brauchen keine fossilen Brennstoffe. Wir brauchen andere Arten von Energie, die unser Klimasystem nicht zerstören. Wir glaubten endlich, die Bösewichte unserer Geschichte gefunden zu haben: Industrie und Kapitalismus. Das war durchaus tröstlich. Und eigentlich hatten wir es fast erwartet. Aber nun trat ein neuer Akteur zum Vorschein, der bislang im Verborgenen geblieben war. In the 1950s. Das US-Militär finanzierte bereits in den 1950er Jahren die Forschung, aus der die Erkenntnisse des Klimawandels hervorgingen. Lange bevor die Öffentlichkeit vom Klimawandel erfuhr. Denn die Erwärmung des Klimas würde einen besseren Zugang zur Arktis ermöglichen. Und diesen Zugang könnte die Sowjetunion für sich nutzen. Die Militärs wollten den Klimawandel wirklich verstehen, um auf die geopolitischen Veränderungen vorbereitet zu sein, die mit dem ganzjährlichen Zugang zur Arktis einhergehen. In den 1960er Jahren setzten sie diese Forschung fort und legten sie 1965 Präsident Johnson vor. Er bekam eine Einführung in den Klimawandel und er verstand die Konsequenzen sehr genau. Auch die Marine wollte die Auswirkungen des Klimawandels verstehen. Nicht nur wegen der Arktis, sondern auch um die Ausbreitung von Unterseeschall in Gewässern zu erforschen, die zunehmend aus Süßwasser bestehen. Man wollte die Auswirkungen des veränderten Salzgehalts im Wasser auf die Abwehr feindlicher U-Boote verstehen. Guck mal, Chuck Norris. Das Interesse am Klimawandel speiste sich also einerseits aus der Wissenschaft und andererseits aus den Veränderungen in der Praxis. Wenn die Welt heißer und nasser wird, muss man die Kampftaktik anpassen.
Etwa 2013 sagte der damalige Chef der amerikanischen Pazifikflotte, Admiral Locklear, in einem Interview mit dem Boston Globe, dass der Klimawandel die größte Herausforderung für die Vereinigten Staaten im Pazifik sei, größer als jede andere. Bei einer Anhörung im Kongress wurde er gefragt, haben Sie das wirklich ernst gemeint? Sind nicht die Chinesen oder eine andere Bedrohung viel wichtiger? Worauf er antwortete, nein, das habe ich wirklich so gemeint. Die öffentliche Aussage des damaligen Oberbefehlshabers der Pazifikflotte war also, dass der Klimawandel ein Problem für die Vereinigten Staaten sei. Das wurde von der Politik sehr wohl gehört, aber gewisse Politiker wollten es nicht anerkennen. Oh, ein Horrorclown. Einer von den Horrorclowns mit den komischen Frisuren. Guck mal. Horrorclowns und ihre Freunde. Wir arbeiten nicht für Regierungen. Wir führen Studien durch, die für uns wichtige Auswirkungen auf die Menschen haben können. Und manchmal ist es schön zu sehen, dass wir damit zum Entscheidungsprozess beitragen. Ich halte es für die Pflicht derjenigen, die in öffentlichen Einrichtungen arbeiten, diese Daten auszulegen und die Politik darüber zu informieren. Letztlich entscheiden natürlich die Politiker, was sie damit tun, denn das ist ihr Job, dafür wurden sie gewählt. Aber man kann Politikern nicht einfach eine wissenschaftliche Studie zuschicken und erwarten, dass sie deren Bedeutung verstehen. Viele Wissenschaftler haben das absurderweise lange Zeit geglaubt, dass man die Daten nur an Politiker weitergeben muss, damit sie verstanden und umgesetzt werden. Ja, das Problem ist, dass die meisten Wissenschaftler das mit dem Kapitalismus nicht drauf haben, ne? Siehe Sabine Hüssenfelder. Seit den 60er Jahren bestand der größte Teil der Klimaforschung darin, die Politik zu informieren. Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und die Definition der gefährlichen anthropogenen Beeinflussung basierten darauf, dass zuerst Forschung betrieben wird und danach der Weltklimarat davon berichtet. Wie viel Grad der Erderwärmung ist vom Menschen verursacht? Sind es 3 Grad, 2,5 Grad, 1,5? Sobald die Wissenschaftler das geklärt hätten, würden wir mit Hilfe des UN-Richtliniensystems zur Tat schreiten. Aber das ist nicht geschehen. Wir sind 27 Klimakonferenzen weiter und haben nur wenige sinnvollen Maßnahmen umgesetzt. Ein paar gab es, aber sie stehen in keinem Verhältnis zum Ausmaß des Problems. Ja, 27. Ist ja eine Dreierpotenz. Also ich denke, das ist eins von diesen Meetings, wo man am Ende des Meetings immer sagt, das war ein richtig gutes Meeting, wir müssen mal mehr von diesen Meetings machen. Weil alle das Gefühl haben, dass diese Meetings was bringen. Zumindest im innerkonzernischen Ablauf. Aber natürlich sind das eigentlich Meetings, die ja abzielen darauf, Politiker zu überzeugen. Aber wie gesagt, es ist eine naive Vorstellung, dass man nur Politiker überzeugen müsste. Denn die Leute haben nicht begriffen, dass Politiker in irgendwelchen Sachzwängen hängen. Also überzeugen ist eine interessante Formulierung, ne? Man müsste wahrscheinlich zumindest in den sogenannten repräsentativen Demokratien, ich weiß nicht, also schwierig. Neoliberalismus und generell Kapitalismus ist halt ein Deskult, ne? Alle internen Regelungsmechanismen steuern einfach darauf hin. Wachsende Ungleichheit produziert halt so die ganzen Rechtsaußen-Lappenkinder, die halt sich bezahlen lassen vom Eike-Institut oder was auch immer. Schwierig. Es gibt 2 mögliche Betrachtungsweisen der existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel.
Man könnte sagen, dass die Verelendung, der Verlust von Menschenleben und die steigende Zahl von Katastrophen in eine humanitäre Krise führen. Die andere Sichtweise sieht das Problem als Sicherheitskrise. Frick, es geht nicht ums Einschränken. Wir haben einen übelsten Überschuss. Wirklich, es geht nicht ums Einschränken. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir einfach Machthierarchien haben. Und die befinden sich im Wettbewerb. Und es ist einfach nur ein globales, iteratives Gefangenendilemma. Und das Nash-Equilibrium zeigt volle Kante in den Klimakollaps rein. Und alle machen's. Das ist eher das Problem. Krise. Also eine nationale oder internationale Sicherheitskrise. Sobald Sie es als Sicherheitskrise definieren, wird eine militärisch geprägte Reaktion notwendig. Damit betonen Sie die Unsicherheit, die Instabilität und die Möglichkeit, dass durch den Klimawandel verursachte Kriege auch in unserer Nachbarschaft stattfinden können. Sie deuten existenzielle Bedrohungen als Sicherheitsgefahr, die eine nationale Sicherheitsstrategie notwendig machen. In 2007 war die Leugnung des Klimawandels lange nicht so weit verbreitet und politisiert wie heute. Es gab wenig Informationen und wenig Aufmerksamkeit dafür. Es war unsere Aufgabe, das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen. Manche Republikaner und vor allem die Ölkonzerne wollten jede Art von staatlicher Regulierung verhindern, die dem Planeten zugutekommt, aber ihren Profiten schaden würde. Aber für uns war die Verweigerungshaltung damals nicht das größte Problem. Ja, Zirkels, richtig miese Stimmung, das stimmt. Wir sahen vor allem, die zicken sich hier auch die ganze Zeit an. Sie schauten einfach nicht hin. Wir sahen unsere Aufgabe darin, das Problem des Klimawandels einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen. Und ich glaube, besonders die jungen Leute haben das schnell verstanden und sahen sich in ihren Sorgen über die Welt bestätigt. Ja, ihr habt recht, es ist schlimm und wird noch schlimmer werden. Wir wissen sehr genau, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution in die Atmosphäre gelangt sind. Wir können es mit den Messdaten aus der Atmosphäre berechnen. Und aus den Archiven von Unternehmen und Staaten wissen wir ebenfalls, wie viel Kohle, Öl und Gas aus dem Boden geholt, verkauft und verbraucht wurde. Wir wissen also nicht nur, wie viel Kohlendioxid und Treibhausgase in die Atmosphäre gelangt sind, sondern wir wissen auch sehr genau, durch wen. Wie sollten wir uns gegen diese übermächtigen Kräfte behaupten? Was konnten die Wissenschaftler mit ihren Erkenntnissen ausrichten? Was konnten wir mit all diesem Wissen anfangen? Und wohin sollten wir mit unserem Zorn auf diejenigen, die nur an sich selbst dachten? Ich war sehr naiv, als ich mit Jura angefangen habe, denn ich bin von der Existenz der Erderwärmung und der Krise der Artenvielfalt absolut überzeugt. Ich dachte, das Recht ist doch großartig. Mit Hilfe des Rechts kann David Goliath besiegen. Wir können internationale Konzerne zu Fall bringen. Wir können alles ändern. Ich glaubte, dass auf der einen Seite die Guten stehen, die das Gesetz respektieren, und auf der anderen Seite die Bösen, die es nicht respektieren. Schön, oder? Aber so war es nicht. Als ich die ersten Prozesse verlor, wurde mir klar, dass die Schurken das Gesetz respektierten, weil es für sie gemacht war. Die hat einfach mein Buch noch nicht gelesen, das ist das Problem. Das Problem bei der Strafverfolgung von Umweltverbrechen ist, dass die meisten der Angriffe auf die Natur völlig legal sind. Ob es die riesigen Goldminen in Südamerika sind, die übergroßen Fabrikschiffe auf den Ozeanen, die Kahlschläge in den Regenwäldern oder der Ölpalmenskandal in Südasien. Die meisten dieser Verbrechen sind völlig legal. Man muss sich das Gesetz wie eine Art Computersoftware. Man nennt es Kapitalismus, ja, genau. Software vorstellen, die das Funktionieren unserer Gesellschaft bestimmt. Jede Zeile des Codes dieser Software löst eine Reaktion aus. Etwas ist entweder erlaubt oder es.
Huransan. Doch, eine Person hat mein Buch schon komplett gelesen. Ein alter Physikerkumpel von mir. Der hat mir schon mal Feedback gegeben. Und es ist auch wichtig, dass er kein Anarchist ist und ständig offended ist durch den ganzen progressiven Shit, den ich da so schreibe. Aber das ist die einzige Person, die es komplett gelesen hat, ja. Es ist verboten. Aber in diesem Code fehlt eine Zeile. Nämlich die der Endlichkeit unseres Planeten. Es gibt keine Codezeile dafür, dass wir unsere planetarischen Grenzen nicht überschreiten können. Die Lösung liegt darin, diese fehlende Codezeile in die Software einzusetzen und unser Gesellschaftsmodell neu zu schreiben, indem wir die Ökosysteme und die Grenzen der Biosphäre darin integrieren. Ich höre mir das jetzt nochmal an. Die Lösung liegt darin, dass Skandal in Südasien. Das Problem bei der Strafverfolgung von Umweltverbrechen ist, dass die meisten der Angriffe auf die Natur völlig legal sind. Klar. Ob es die riesigen Goldminen in Südamerika sind, die übergroßen Fabrikschiffe auf den Ozeanen, die Kahlschläge in den Regenwäldern oder der Ölpalmenskandal in Südasien. Die meisten dieser Verbrechen sind völlig legal. Man muss sich das Gesetz wie eine Art Computersoftware vorstellen, die das Funktionieren unserer Gesellschaft bestimmt. Jede Zeile des Codes dieser Software löst eine Reaktion aus. Etwas ist entweder erlaubt oder es ist verboten. Aber in diesem Code fehlt eine Zeile, nämlich die der Endlichkeit unseres Planeten. Es gibt keine Codezeile dafür. Also dieses Argument mit der Endlichkeit und auf dem und dem angeblichen unendlichen Wachstum auf dem endlichen Planeten und so, das hängt mir wirklich total zum Halse raus. Ich glaube wirklich, die meisten haben gar nicht richtig verstanden, was sie damit meinen. Und das ist jetzt auch wirklich überhaupt nur so ein, ich weiß auch nicht, also... Dass wir unsere planetarischen Grenzen nicht überschreiten können. Die Lösung liegt darin, diese fehlende Codezeile in die Software einzusetzen und unser Gesellschaftsmodell neu zu schreiben, indem wir die Ökosysteme und die Grenzen der Biosphäre darin integrieren. Ein Modell also, das die Handlungen der Menschen auf das beschränkt, was die Natur hergibt. Außerdem, aber auch das ist naiv. Das ist doch völlig naiv. Wir haben doch kein weltüberumspannendes Regelbuch oder was. Sie tut gerade so, als wäre das Gesetz weltweit ein Regelbuch, wo sich alle dran halten müssen oder so. Die hat überhaupt nicht verstanden, wo das Gesetz her emergiert. Aus welchen Dynamiken. Aber ja, sie hat Jura studiert, ne? Ich denke, das ist schon das Problem. Sie hat ja eingangs gesagt, sie war naiv. Und ich glaube, das ist sie auch immer noch. ...mechanismus geschaffen werden, der die Beziehung zu anderen Menschen und insbesondere auch zu nichtmenschlichen Wesen neu regelt. Freak, das Buch kommt am 1. März. Demain, la loi va changer. Bald werden die Gesetze sich ändern. Sie werden sich an die Verantwortlichen richten und sie in die Pflicht nehmen. Es gibt bereits Dutzende von Klimaklagen, in denen Bürger ihren Staat in die Pflicht nehmen oder ein kleines Dorf, ein großes Energieunternehmen zur Verantwortung zieht. Selbst der kleinste Bauer in Asien wird in der Lage sein, sich gegen Staaten und internationale Konzerne zu wehren, die für diese Verbrechen verantwortlich sind. Wow. Ja, genau. Buchhandel. Genau. We have so far not seen a successful case on damages. Noch gibt es keinen erfolgreichen Rechtsstreit über Schadensersatz. Der am weitesten fortgeschrittene Fall eines peruanischen Bauern gegen RWE ist noch anhängig. Gute Frage. Argument des ich denke lautet, schon, ja, nur Deutschland, denke ich mal. Da die Gletscherschmelze auf den Klimawandel zurückzuführen ist, wäre der Gletscher ohne den Klimawandel nicht geschmolzen. Vor Gericht wird angeführt, dass von allen in die Atmosphäre geblasenen Treibhausgasen rund 0,5% auf das Konto von RWE gehen, also auf das Unternehmen, das verklagt wird. Daher sollte RWE rund 0,5% der Kosten tragen, die die Heimatstadt des Bauern für die Anpassung an die Gletscherschmelze aufbringen muss. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, genau. Juristen haben diesen Esprit, dass das geschriebene Wort irgendwas bedeutet und so. Ich denke auch, die haben halt wirklich die Zettellogik als Ideologie komplett verinnerlicht. Die leben in der Zettellogik drin. Die glauben wirklich, Worte haben eine Bedeutung. So, das ist schon das Ding, ne?
Weltkrieg stellte sich die Frage, wie man mit den Nazi-Funktionären gerichtlich umgehen sollte. Wir gestalteten unser Rechtsmodell komplett um. Wir änderten unsere Gesetze, wir schrieben neue Gesetze, um sie an die Menschen und ihre Verantwortung anzupassen und um den Opfern eine gewisse Form der Gerechtigkeit bieten zu können. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass sich unser Rechtsmodell weiterentwickeln wird, weil die Menschen Gerechtigkeit und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen wollen, weil sie Hungersnöte verursacht haben, den Tod von Hunderttausenden, weil sie für Überschwemmungen verantwortlich sind, die ganze Gebiete entvölkern. Unser Rechtsmodell wird sicher nicht dasselbe bleiben, denn es wird sich im Laufe der Zeit anpassen. Das Recht ist eine wandelbare Erfindung, die sich ständig weiterentwickelt. Die Justiz von morgen wird das Gesicht der Opfer annehmen und sich völlig verändern. Es fällt mir schwer einzuschätzen, ob rechtliche Schritte der effektivste Weg für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel sein können. Aber ich denke, sie sind definitiv ein sehr starker Hebel. In den Niederlanden und in Deutschland führen Urteile zur Emissionsreduzierung dazu, dass Regierungen mehr tun müssen. Das ist ein mächtiges Instrument, um Druck auf Unternehmen auszuüben. Wenn man sie verklagen kann, ist der Klimawandel nicht mehr nur ein physisches oder soziales Risiko, sondern wird zu einem echten rechtlichen Risiko. Und das werden sie in ihrem Geschäftsmodell berücksichtigen müssen. Die neuen Rechtsmodelle sagen, euer Recht gilt für uns nicht. Es ist nicht sinnvoll, sondern nachteilig für uns und für unseren Lebensraum. Wir holen uns die Rechte für unser Territorium zurück. Und wir schreiben unsere eigenen Rechtstexte. Nehmen Sie zum Beispiel das Projekt Montagne d'Or in französisch Guayana, die größte Goldmine unter freiem Himmel, die es jemals auf französischem Territorium gab. Dort ermutigt der Staat eine russisch-kanadische Gesellschaft, das Land zu plündern auf Kosten der Einwohner, die auf das Wasser und das Ökosystem angewiesen sind. Noch schwerwiegender ist, dass es auf dem der Bergbaugesellschaft zugeschriebenen Gelände zahlreiche gut erhaltene archäologische Stätten der Ureinwohner gab. Die Ureinwohner widersetzten sich dem Projekt und erklärten, was würdet ihr sagen, wenn wir in euren Friedhöfen wühlen, wenn wir die Rohstoffe unter euren Städten ausgraben und plündern würden? Würdet ihr akzeptieren, wenn wir in euer Land kommen und einfach ganze Landstriche für uns beanspruchen? Das ist wie diese Ureinwohner, die sie in Kanada jetzt wegen dem Fracking einfach raushitlern. Anspruchen? Unsere Haltung gegenüber der Unterwerfung des Planeten, den Menschen im globalen Süden und den ärmeren Ländern, ist die altbekannte üble Auffassung, dass weiße Menschen des globalen Nordens das Recht haben, all diese Dinge zu tun, auch wenn es anderen schadet. In gewisser Weise erinnert die Debatte über Verluste und Schäden durch den Klimawandel an den Umgang mit der Sklaverei. Natürlich versklaven Weiße heutzutage keine Menschen mehr aus Afrika, aber trotzdem tun wir immer noch Dinge, die dazu führen, dass Menschen in Afrika ihre Heimat und ihre Lebensgrundlagen verlieren. Wir tun so, als ob das irgendwie in Ordnung wäre. Und natürlich ist es das nicht. Wir müssen einen Weg für unsere Wirtschaft und unsere Welt finden, ohne dass die Befriedigung unserer Bedürfnisse andere Menschen verletzt oder schädigt. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung des Anthropozäns. Das Bulletin hatte die internationalen Abrüstungsverhandlungen am Ende des Kalten Krieges genauso gelobt, wie es die Berichte des Klimarats und die Gipfeltreffen begrüßte, bei denen Staatschefs den Kampf gegen die Erderwärmung versprachen. Wurden die Wissenschaftler also doch ernster genommen, als sie selbst glaubten? Hatte das Bulletin beim Klimawandel erfolgreichere Überzeugungsarbeit geleistet als bei der nuklearen Bedrohung? Das Kyoto-Protokoll war die erste große Ergänzung der UN-Klimakonvention.
Es führte eine Regelung mit verbindlichen Emissionszielen für die wohlhabenden Länder ein. Die Idee war, diese Vereinbarungen alle 5 Jahre zu erneuern und immer mehr Länder dazu zu bewegen, sich verbindliche Ziele zu setzen. Die Regelung wäre immer stärker geworden. Die Voraussetzung dafür war, dass Staaten einige ihrer souveränen Rechte im Rahmen eines globalen Vertrags abtreten. Ein möglicher Weg wäre gewesen, die Vereinbarungen nach und nach zu schärfen und so das Klimaproblem mit mehr Nachdruck und immer ehrgeizigeren Zielen anzugehen. Doch nach Kyoto nahmen die Dinge einen anderen Lauf. Auf der katastrophalen Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen wurde eine radikale Kehrtwende vollzogen, die die Klimaregelung erheblich schwächte. Und das zeigte sich im Pariser Abkommen von 2015, das in vielerlei Hinsicht nur noch die Liste der freiwilligen Zusagen der Länder beinhaltet. Kein Land ist mehr verpflichtet, seine Emissionen um eine bestimmte Menge zu reduzieren. Es gibt nicht einmal mehr die Verpflichtung, bereits gegebene Zusagen einzuhalten. Was geschehen muss, muss in den Regierungen geschehen, in den nationalen Regierungen, aber auch auf der lokalen Ebene und in den Unternehmen, überall auf der Welt. Es geht also nicht darum, einfach eine neue Technologie zu erfinden, die das Problem lösen kann. Wir haben ein soziales Problem und ein politisches Problem. Es ist wirklich eine Frage des politischen Willens. Es geht darum, dass die Menschen oder die Regierungen akzeptieren, dass wir die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die wir 1948 unterschrieben haben, auch wirklich ernst meinen und darüber nachdenken, was... Das ist ja schon das Problem, ne? Die wird ja schon nicht richtig ernst genommen. Ist ja klar. Und niemand, der irgendwie neoliberale Propaganda macht oder der irgendwie konservative Politik macht, nimmt irgendwas von diesen Sachen ernst. Ne? Also sie alle führen dazu, dass sie die Schere zwischen Arm und Reich größer machen. Sie alle machen diese legale Ausbeutung, die unsere Anwältin hier schon mal skizziert hat, ne? Mit dem Abschlachten vom Regenwald und das Ausbeuten von Menschen und so, alles mit drin. Und Leute, die das machen, können ja unmöglich das mit den Menschenrechten ernst nehmen. Und erst recht nicht diese Sache mit den Klimaabkommen, die alle nur so ein Handshake sind, so von wegen, ja, genau, ist eine gute Idee, lass das mal machen. Und dann 20 Jahre später so, ach nee, habe ich einen Joke gemacht, als ich das gesagt habe, als ich gemeint habe, dass ich das ernst meine und so. Was das bedeutet, das würde zu den Klimamaßnahmen führen, die notwendig sind. Wir können offensichtlich nicht darauf vertrauen, dass die Wissenschaft eine Lösung bringen wird, denn das ist nicht geschehen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir wissen über den Klimawandel mindestens seit den 50er Jahren Bescheid. Wir hatten also über 70 Jahre Zeit dafür, dass Wissenschaft und Marktwirtschaft innovative Lösungen finden. Aber das ist nicht geschehen. Natürlich hat es Fortschritte gegeben. Wir haben bessere Elektroautos, bessere Batterien. Ich habe gute und erschwingliche Sonnenkollektoren auf meinem Dach. Aber auch hier gilt, der Fortschritt steht in keinem Verhältnis zum Ausmaß des Problems. Es ist also eine falsche Vorstellung, dass der Fortschritt in Wissenschaft und Technologie allein unsere Probleme löst. Wie sie immer die Anführungsstriche macht, ja? Die Geschichte hat gezeigt, dass das nicht stimmt. Das ist einer der Gründe, warum wir die Klimakrise als Krise empfinden. Die Menschen fühlen sie als eine tiefere und unheimlichere Krise, aber sie wollen sie nicht wahrhaben. Und ich denke, der Klimawandel bricht das Versprechen des Fortschritts. Der Klimawandel lässt die Zukunft mit jedem Tag ungewisser erscheinen. Seine verheerende Wirkung zeigt sich immer öfter in extremen Ereignissen, denen sich die politischen Entscheidungsträger stellen müssen. Wenn jedoch im Kampf gegen den Klimawandel das Militär eingesetzt wird, verschärft sich das Problem nicht dadurch? Ich glaube, jeder führende Politiker dieser Welt hat mittlerweile mal einen Satz gesagt, wo
irgendwie sinngemäß drin stand, Klimawandel ist eine Gefahr, ist wichtig, müssen wir was machen. Die Bewertung, dass Klimawandel eine Sicherheitsgefahr darstellt, die in ihrer Dimension und ihrem Ausmaß eine ähnliche Qualität in einem Panzer, wie Krieg ja? aufweist, der wie konventioneller Krieg aufweist, ist alt. Die ist, stammt noch aus der Zeit des Kalten Krieges. Selbst damals schon, also im Prinzip mit Beginn der frühen Klimaforschung, haben Menschen schon so weit gedacht zu sagen, wenn diese Veränderungen in dieser Form eintreten, wird das ein Sicherheitsproblem. Nicht aus irgendwie altruistischen Motiven oder aus einer moralischen Argumentation, sondern aus einer rein militärischen Sicherheitsargumentation, die natürlich für sie in ihrer professionellen Dimension völlig folgerichtig ist. Denn wir können mit den Streitkräften, die wir heute haben, in 20, 30, 40 Jahren in einer veränderten, klimatisch veränderten Welt nicht mehr auf die gleiche Art Sicherheit gewährleisten. Sicherheit gewährleisten. Du, 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 du. Ich habe eine Brücke gemacht. Das Militär hat jahrzehntelang geglaubt, dass seine Kernaufgabe durch den Klimawandel gefährdet sei, nämlich Dinge zu zerstören und Menschen zu töten oder andere davon abzuhalten. So lenke der Klimawandel von der Ausbildung ab oder führe dazu, dass militärische Kapazitäten für andere Dinge wie humanitäre Bemühungen verwendet würden. Das macht ihnen Sorgen. Es gibt einen konkreten Auftrag zur territorialen und Bündnisverteidigung. Und man hat natürlich Angst, dass wenn zu viele Kräfte jetzt auf humanitäre Hilfe committed werden, dass man dann dem eigentlichen Auftrag nicht mehr wird nachkommen können. Und das ist eine Sache, der muss man halt mit der entsprechenden strategischen Planung begegnen, dass man neue Kapazitäten aufbaut für diese neuen Szenarien und gleichzeitig immer noch in der Lage ist, seinen klassischen Auftrag zu erfüllen. Das US-Militär beansprucht etwa 50% des Gesamthaushalts der USA. Wenn so viel Geld an eine einzige Institution fließt, bekommen andere Institutionen zwangsläufig weniger. Der amerikanische Militärhaushalt ist mit mehr als $800 Milliarden pro Jahr um ein Vielfaches höher als die Ausgaben unserer Gegner. Ja, und gab es nicht auch immer diesen mythischen Mythos, dass Coca-Cola mehr Kohle in Werbung reinsteckt als jede andere Butze, die es so gibt. Ich sehe da einen Zusammenhang. Hat das was mit Wettbewerb zu tun? Dahinter steht die politische Entscheidung, eine große militärische Kraft ständig einsatzbereit zu halten und nicht über eigene Kapazitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der Brandbekämpfung und so weiter verfügen zu können. Also Rettungskräfte, die zunehmend benötigt werden. Als die globale militärische Macht, die sie sind, investieren die USA extrem viel in strategische Vorausschau, in Analysen. Und da gab es entsprechend Gremien von sehr schlauen Leuten, die das schon relativ früh auch immer beobachtet und festgeschrieben haben. In Großbritannien war es so, die britischen Bemühungen sind zu einem gewissen Teil zurückzuführen auf die Anstrengung von General Richard Nugent, der als Drei-Sterne-General in seiner Funktion noch im aktiven Dienst gesagt hat, dass das eine Priorität ist. In den Niederlanden war es ähnlich, da war es General Tom Middendorp, ehemaliger Generalstabschef, hat sich da auch sehr stark hintergeklemmt. Kanada hat beispielsweise eine Dual-Use-Policy eingeführt, was das Material angeht. Also wenn das Militär neues Material beschafft, wird schon mitgedacht, dass man es auch zugunsten der Zivilbevölkerung in extremen Situationen immer einsetzen können muss. Das heißt, man antizipiert, dass abgesehen von den klassischen Sicherheitsfragen die humanitäre Hilfeleistung zunehmend in das Aufgabenprofil von Militärs mit reinkommen wird. Das Militär der Vereinigten Staaten ist gleichzeitig der größte staatliche Energieverbraucher der Vereinigten Staaten. Der militärisch-industrielle Komplex macht einen großen Teil der amerikanischen Industrie aus. Unternehmen wie Boeing, Lockheed und Northrop Grumman haben einen erheblichen Anteil am Ausstoß von Treibhausgasen. Mit 51 Millionen Tonnen in den letzten Jahren liegen die Emissionen des US-Militärs höher als die von Portugal oder Schweden. Mit anderen Worten, entsprechen sie in etwa denen eines mittelgroßen Landes.
Andererseits gibt das US-Militär selbst an, etwa 20% Überkapazitäten zu haben. Durch die Schließung unnötiger Stützpunkte oder der Abschaffung überflüssiger Truppen in Übersee könnten wir mit den frei werdenden Ressourcen die Transformation des Energiesystems beschleunigen. Armeen sind keine Strukturen, wo Bottom-up-Reformprozesse einfach vonstatten gehen. Das ist, kommt von oben mit einer politischen Weise. Und diesen politischen Willen lassen zahlreiche Regierungen eben aktuell noch vermitteln. Als wären irgendwelche gesellschaftlichen Strukturen so, die wir beobachten könnten jetzt breitflächig. Das muss immer erst irgendein Aristokrat sagen, ja, sollten wir mal ändern. Ich rufe mal noch meine anderen Homeboys an, ob die das auch cool finden. Missen. Und ich glaube, das liegt ein Stück weit auch daran, dass wir immer noch nicht an dem Punkt sind, uns die finalen Konsequenzen unseres Handelns wirklich bewusst zu machen und danach zu handeln. Und ob das jetzt ein britischer General ist oder eine schwedische... Also ich denke, die Doku soll uns irgendwie den Blick der Experten, der fachlichen Experten darlegen. Ne, also Naturwissenschaftler und jetzt hier so ein Militärfuzzi. Wir haben hier noch niemanden gehört, der jetzt immer sagt, das ist Kapitalismus, Junge. Selbst die Juristin hat ja nur gesagt, wir haben ein Problem mit den Zetteln, weil auf den Zetteln ist das alles legal. Ne, und das meine ich sozusagen. Also das ist irgendwie so, ja, das sind halt Fachidioten, ne? So könnte man sagen. Klimaaktivistin. Die Analyse liegt sehr nah beieinander. Das professionelle Setting, die Konsequenzen sind Welten auseinander. Aber in der Analyse kommt man da sehr schnell zusammen. Sie haben auch den Namen von diesem Typen da jetzt nicht drunter geschrieben, ne? Das Bulletin hatte uns bewiesen, dass die Verbreitung wissenschaftlicher Informationen die existenziellen Gefahren erkennbar macht. Doch wer kann entscheiden, ob die Vorschläge der Wissenschaftler richtig sind? Nee, ich glaube, Kapitalismus haben sie nicht gesagt. Wird Wissen damit zu einem neuen Glauben, um der täglichen Flut an Desinformation und Fake News entgegenzuhalten? Und wenn wir uns diesem Glauben anschließen, riskieren wir damit nicht eine neue Art von Verblendung? Ne? Und jetzt sozusagen, jetzt kommt das Symptom Fake News, ne? Als wären die Fake News jetzt das Problem. Als wären das die Ursache für unsere Probleme. Ne? Also das ist schon eine stark naive Angelegenheit hier, ne? Und wir haben doch letztens auch noch die Doku mit dem Kyoto-Protokoll und so, haben wir uns doch gerade erst reingezogen. Hier den Zweiteiler mit den Ölfirmen und so. Da kam das natürlich schon viel besser raus. Und noch besser, noch viel besser kam es natürlich bei Das System Total raus. Das Bulletin of the Atomic Scientists spricht jetzt von Desinformation und Lügen als Brandbeschleuniger bei der Verbreitung von Unwahrheiten über Klimawandel und Atomwaffen. It's really astonishing. Es ist erstaunlich und verschlägt einem fast den Atem, wie weit wir heute davon entfernt sind, die Probleme der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf der Basis von wissenschaftlichen und faktischen Grundlagen in den Griff zu bekommen. Und ich denke, das Bulletin weist zu Recht darauf hin, dass diese Themen auch für den Stand der Weltuntergangsuhr sehr wichtig sind. Objektivität ist eine soziale, gemeinschaftliche Errungenschaft. Wissenschaftliche Objektivität kommt durch das Geben und Nehmen zustande, in der sie der kritischen Prüfung aus zahlreichen unterschiedlichen Perspektiven standgehalten hat. Sie ist objektiv, weil sie nicht nur meine Meinung darstellt, sondern eine intersubjektive kritische Prüfung bestanden hat. Und das ist es, was wissenschaftliche Objektivität wirklich ausmacht.
objectivity. I think journalists have a problem. Journalisten haben ein Problem, weil sie Objektivität als Ausgewogenheit definieren, als gleiche Zeit für beide Seiten. Doch das ist trügerisch, denn die Welt ist nicht ausgewogen und die Wahrheit liegt nicht immer in der Mitte. Manchmal liegen die Beweise ganz auf einer Seite. Es ist 60-40 oder 70-30 oder 80-20. In der Wissenschaft sagen wir nicht, dass etwas wahr ist, bevor wir nicht 99% erreicht haben. Und in der Regel gibt es in der Wissenschaft nie 100%. Sie finden immer jemanden, der anderer Meinung ist. Es gibt einige seriöse Physiker, die nicht an die Relativitätstheorie glauben. Und das ist gut so, denn das Leben geht weiter. Aber einer der Fehler von Journalisten ist, sich dieser Definition von Objektivität als Ausgewogenheit zu verschreiben, indem sie Abweichler und Querdenker aufspüren, damit eine Debatte stattfindet. Das vermittelt ein falsches Bild vom wahren Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Journalisten sollten sich nicht um Ausgewogenheit bemühen, sondern um Genauigkeit. Ja, seriöse Physiker, die nicht an die Relativitätstheorie glauben. Und jetzt nochmal irgendwas mit Querdenkern und Fake News und so, ne? Also, sehr schade, denn wir sind offensichtlich nicht die Zielgruppe dieser Doku hier, ne? Die Zielgruppe dieser Doku sind, es sind grünen Wähler, die sich selbst bestätigen wollen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Listen to the Science und so. Als wäre Listen to the Science irgendwann mal irgendwo relevant gewesen. Ich meine, wir hätten jetzt überall Hanfprodukte, wenn Listen to the Science was bedeuten würde. Es gibt drei parallele Geschichten. Die erste erzählt, dass die Wissenschaft vom Forschungsbüro der US-Marine finanziert wurde. Die zweite Geschichte handelt davon, was die Ölgesellschaften wussten und wann. Sie wussten schon früh in den 1950er und 60er Jahren, dass die Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre die Temperatur des Planeten so weit ansteigen lassen würde, dass sich daraus enorme Folgen ergeben würden. Ein Teil dieser Erkenntnisse stammte vom Forschungsbüro der US-Marine und wurde nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben, um den fossilen Brennstoffherstellern weiterhin zu ermöglichen, Profite zu machen. Dann gibt es noch den dritten Strang. Das Ding ist doch, was Sie hier sagen, ist, listen to the science, und wenn alle informiert wären, wäre das kein Problem. Aber das ist halt ein Trugschluss, weil es sind alle informiert. Vor allem die Entscheider. Also die Machtkonzentration ist vollständig im Bilde. Die ist vollständig im Bilde. Gerade die. Also, ja. Sie sagen halt, die eine Tussi hat doch gerade gesagt, die Journalisten haben das Problem mit der False Balance, ne? Dass sie sozusagen Ausreißer noch mit reinnehmen, um eine Pluralität und einen Konsens eine Pluralität vorzugaukeln, wo eigentlich gar keine ist. Und hier tun sie jetzt doch die ganze Zeit so, als wenn jetzt diese Informationen einfach mal da rumliegen würden, dann dass damit das Problem geklärt werde. Sie haben offensichtlich nicht verstanden, dass ein wesentlicher Teil, um das Problem zu verstehen, das mit dem Kapitalismus ist und den Herrschaftsformen, die vorliegend sind. Tja. Nämlich das öffentliche und politische Verständnis über die Auswirkungen des Klimawandels und der Treibhausgase. Aber dieser Strang wurde von den ersten beiden komplett abgekoppelt. Und bekanntlich waren die fossilen Brennstofferzeuger bestrebt, die Wissenschaft als unsicher darzustellen, sodass kein Handeln erforderlich war. Ja, voll. Diese drei Geschichten existierten gleichzeitig und parallel. Es wäre gut gewesen, mehr darüber zu wissen. Offen gesagt, Atomwaffen und ihre Geheimhaltung führten dazu, dass den Bürgern der Zugang zur Wahrheit verwehrt wurde. Es gab keine Informationen über Atomwaffen im Besonderen und über Sicherheitsfragen im Allgemeinen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Atomwaffen haben also in gewisser Weise die Demokratie geschwächt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie in einem demokratischen Land, einer demokratischen Nation überhaupt eine Aufgabe haben sollten. Der Präsident alleine entscheidet darüber, ob Atomwaffen eingesetzt werden oder nicht.
Dabei beruht seine Entscheidung nicht zwingend auf einer Wahl und schon gar nicht auf einer Abstimmung seitens der Mitglieder des Kongresses. Wir haben unsere Bevölkerung zu Kindern gemacht und sie nicht in die folgenreichsten Entscheidungen einbezogen, die ein Land treffen kann. Und was sie auch machen, ist jetzt irgendwie, sie tun so, als wäre es schon mal irgendwo das mit der Demokratie schon mal gewesen. Also am nächsten kommen doch immer die anarchistischen, selbstverwalteten Gebiete rein, die dann immer platt gemacht werden von den sogenannten, was auch immer. Naja, ihr wisst schon, Kapitalisten und so. Aber, oder Stalin. Aber selbst in den USA war ja sozusagen der Wilde Westen damals noch relativ selbstverwaltet, bevor die Pinkertons einmal rübergewandert sind, weil die feinen Herren in Washington und so das überhaupt nicht abkonnten, dass da Selbstverwaltung überhaupt stattfindet. Und danach kam ja erst das mit der Demokratie und diesem, wir haben jetzt hier, das mit dem Parlament und diesen ganzen, diese erfundenen Geschichten, wo immer gegen das Interesse der Mehrheit entschieden wird und so, systematisch. Ob es nämlich einen Völkermord in einem anderen Land begeht, das zum Ziel eines Atomschlags wird. Wir haben seit 1945 die Fähigkeit der Bürger ausgehöhlt, Entscheidungen treffen zu können, die auf gesicherten Informationen... Jetzt sagt sie, seit 1945. Als hätte es davor sozusagen, als wäre davor alles heiti-teiti gewesen und wir haben es nur verrissen. Das ist doch jetzt aber auch völlig naiv, oder was? Darüber, wer Präsident sein, wer im Kongress sitzen und wer die Macht haben sollte, über Atomwaffen zu entscheiden. Wir haben ihnen das einfach weggenommen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen nicht wissen, was die Wahrheit ist. Ja, die Frau redet ja nicht von Deutschland. Das ist schon klar, Deutschland vor 45, aber die redet ja offensichtlich über die Staaten. Ganz normale Amis, die denken, sie sind der Mittelpunkt der Welt. Dadurch geschwächt, dass eine so mächtige und zerstörerische Technologie wie Atomwaffen vor uns verborgen. Guck, die ist völlig berührt, sie ist komplett ergriffen. Denn in Wirklichkeit bedrohen sie jeden Tag das Leben unserer Gesellschaften. Wir brauchen einen radikalen Wandel. Dazu gehört die fundamentale Veränderung unserer Fähigkeit. Also, was hier fehlt, ist Leonardo DiCaprio in einer Kindersendung, der komplett ausrastet und sagt, dass die Erwachsenen alle eine Macke haben. Das fehlt hier. Uns eine alternative Zukunft vorzustellen. Ja, Radikalität ist natürlich verpönt. Eine Umgestaltung vorzustellen, die größere Schritte macht und stark von dem abweicht, was wir heute tun. Für uns sind viele Dinge selbstverständlich. Wer wir sind, was uns möglich ist und was nicht. Genau, weil ihr alle einfach nur infantilisierte Konsumentenviecher seid. Richtig. Das meint er jetzt mit mir. Wir erlaubten, eine Welt zu denken mit Ländern, Gesellschaften. Es ist auch immer dieses völlig naive Wir. Da wird immer von diesem völlig naiven Wir geschwurbelt, ne? Das ist wirklich, also das ist dieses Standardbewusstsein des wohlstandsverwahrlosten Westmenschen, der irgendwie diesen Eindruck hat, alle sind so wie die USA oder so und fuck, Alter. Politik, die uns bei der Lösung unserer Probleme helfen. Würde richtig, Appelle ohne Adressat, sowieso. Arbeiten können. Gives us something to work toward, something more compelling. Davon würde eine stärkere Motivation ausgehen, als durch die Veränderungen im Trippelschritt, in einem System, von dem wir eigentlich nicht mehr glauben, dass es uns helfen kann.
Es ist ein täglicher Kampf ums Überleben und darum, immer ein wenig besser zu sein, als wir sind. Dazu gehören Organisationen wie das Bulletin of the Atomic Scientists, die Alarm schlagen. Dazu gehören Menschen, die technische und soziale Lösungen anbieten, die für unsere derzeitige Entwicklung enorm wichtig sind. Wir brauchen Verfahren, die nicht auf Streit ausgerichtet sind. Und wir müssen erkennen, dass unsere Geschichte von Zusammenarbeit und sozialer Erneuerung geprägt ist. Diese Erkenntnis wird uns Hoffnung schöpfen lassen. Denn das ist es, was wir dringend brauchen. Hoffnung. Und davon gibt es nicht viel, denn wir haben Angst. And it's in short supply, because we're scared. Ja, und wir müssen das mit der Arbeiterklasse durchziehen. Das hat sie vergessen zu sagen, ne? Das Bulletin of the Atomic Scientists warnt, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Gefahr einer nuklearen Eskalation und den Einsatz biologischer und chemischer Waffen drastisch erhöht und gleichzeitig die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels erheblich beeinträchtigt. Zwar konnte China seine CO2-Emissionen deutlich verringern, doch dies wird zunichte gemacht von neuen Rekordwerten beim Kohlendioxidausstoß in den USA, der Europäischen Union und anderswo. Davon profitieren die Produzenten fossiler Brennstoffe, die seit über einem Jahrhundert am Werk sind. Nie zuvor stand die Doomsday-Clock so nah vor Mitternacht. War die Menschheit bis jetzt die Architektin dieser Welt, muss sie nun zu ihrer Beschützerin werden. Deshalb zählt jede Sekunde der Doomsday-Clock. Lui. Es ist an der Zeit, die Uhr zurückzudrehen. Die müssen auf jeden Fall mein Buch lesen, ne? Also, ja. Buch und Regie. Dirk van der Berg und Pascal Verrust. Irgendwelche Franzosen. Die müssen auf jeden Fall mein Buch lesen. So geht das ja mal gar nicht. Naja, van der Berg, dann ist es halt ein Holländer. Was weiß ich denn? Spielt doch keine Rolle. Reden alle Französisch. Also. Bier holen. Und dann gucken wir noch ein bisschen was. Wir haben jetzt 11:45.